Und herzlich willkommen im Keller. Wir haben mal wieder ein bisschen ein komplexeres Thema, vor dem ich mich bisher gedrückt habe, weil es halt wirklich schwierig ist, dazu allzu viel zu erzählen, ohne nicht schon mal nochmal was zu erzählen, was schon 96 Millionen Leute vor mir erzählt haben, weil es sich tatsächlich um ein relativ gehyptes, das eine gehypte forstwissenschaftliche Thema in der Öffentlichkeit handelt, nämlich das Wood Wide Web bzw. die Kommunikation von Bäumen bzw. der Austausch von Zucker über das Pilznetzwerk des Waldes. So. Und dazu gibt es halt sogar einen deutschen Bestseller. Weltbestseller wird es wahrscheinlich nicht sein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber in Deutschland war er wirklich ganz, 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 ganz weit oben. Ich glaube sogar auf Platz 1 der Bestsellerliste, nämlich Das geheime Leben der Bäume vom Herrn Peter Wohlleben. Anders als bei manchem anderen Buch vom Herrn Wohlleben habe ich daran eigentlich kaum was auszusetzen. Paar Kleinigkeiten vielleicht. Ich muss es auch noch mal komplett lesen. Ich habe jetzt bisher nur mal reingelesen. Aber es ist immer so ein bisschen grundsätzlich undankbar, wenn man selber zumindest nichts Vergleichbares geschrieben hat und dann auf andere Leute Bücher rumhackt, und das möchte ich demzufolge auch wirklich gerne sein lassen. Und da hat er ja, was er da schreibt, das ist alles so im Großen und Ganzen relativ richtig, bis auf die Sachen, die halt eben seine Interpretation sind. Und eine Interpretation von einem aktuellen wissenschaftlichen Thema, die kann quasi gar nicht richtig sein, die muss immer individuell der Meinung des Autors entsprechen. Und selbstverständlich darf jeder seine Meinung haben, sowohl der Herr Wohlleben als auch ich. Und was ich euch hier jetzt eben entsprechend mitteilen möchte, wäre jetzt meine Interpretation der Ergebnisse. Dafür müssen wir aber erstmal die Ergebnisse kennen, und das machen wir gleich. Aber vorher möchte ich noch ein bisschen erklären, weshalb es so lange dauert, dass ich jetzt über dieses Thema mal quatsche, ne? Erstens mal ist das halt einfach was unglaublich beliebt ist, was viele Leute interessiert. Ich möchte da gar nicht auf den Zug aufspringen. Ich will da wirklich nicht auf diesen ollen Zug aufspringen und so tun, als wäre das jetzt die eine interessante Sache am Wald, die man zum Wald erzählen kann. Wie ihr vielleicht, wenn ihr ein bisschen regelmäßiger bei mir reinschaut oder schon länger tut, mitgeguckt habt, gibt es einen Haufen Zeug, das auch einigermaßen interessant ist, zumindest meiner Meinung nach, dass man zum Wald erzählen kann. Und deswegen war es mir einfach so ein bisschen zu einfach, dieses offensichtlich für viele Leute unglaublich faszinierende Thema einfach mal rauszufischen und darüber jetzt irgendein großes Video zu machen, um halt auf den Zug sozusagen aufzuspringen, auch wenn so ein Video unter Umständen, gerade als das gerade so am Kommen war und am gehypt werden war, sicherlich den ein oder anderen Aufruf erzeugt hätte. Darum geht es mir aber bekanntlich nicht. Wer mir das nicht glaubt, der halt nicht. Aber trotzdem, das war mir wirklich, das wollte ich nicht. Das war mir zu, da musste ich jetzt nicht mitmischen. So. Inzwischen möchte ich deswegen mitmischen, weil es sich eine Sache jetzt herausgestellt hat, die mir da ein bisschen auf den Keks geht. Und zwar meinen jetzt diverse Leute unter diversen YouTube-Videos, die es zu diesem Thema gibt. Ich verlinke euch auch ein paar, die da ganz interessant sind. Eine wohlwollende Auswahl, wohlgemerkt, ne? Also da gibt's auch viel Schwachsinn zu dem Thema, beziehungsweise viel einfach mal Nachgemachtes. Es gibt aber halt eben auch so ein paar Sachen, die sind wirklich besonders sehenswert aus dem Kanon der entsprechenden Videos dazu, und genau die verlinke ich euch. So, und jedenfalls unter sowas kann man dann mal nachlesen, wenn man da mal ein bisschen in den Kommentaren rumsucht, dass es dann Leute gibt, die aufgrund dieser Erkenntnisse der Meinung sind, dass offensichtlich riesige, große Harmonie innerhalb der Bäume stattfindet, und was man bisher gedacht hat oder was man bisher forstwissenschaftlich auch gelehrt hat, was auch ich gelernt habe, dass Bäume miteinander in Konkurrenz stehen, dass das gar nicht stimmt. In Wahrheit ist es ja nämlich so, dass alle miteinander verbunden sind und alle in einer großen, friedlichen, harmonischen Gemeinschaft vor sich hin wachsen und alles grüner Frieden ist. Jetzt habe ich die Klangschale nicht da, sonst würde ich da jetzt draufhauen, um zu demonstrieren, wie viel Harmonie da jetzt in den Wald reingedichtet wird. Es geht so weit, dass der Herr, der dieses prachtvolle Büchlein hier geschrieben hat, also das ist einer meiner persönlichen großen, großen Schätze meiner Bibliothek, hier auf dem Einband, der leider hier ein bisschen abblättert, deshalb muss ich da wirklich vorsichtig mit umgehen, und ja, man sollte das restaurieren, aber das kostet ein Schweinegeld. Man kann es vielleicht erkennen, ich halte das mal so, dass man es vielleicht, also wenn ihr es nicht gelesen habt, schlagen wir es nochmal schnell auf, vorsichtig selbstverständlich und eben halt nicht schnell.
Nämlich handelt es sich um die Reise eines Naturforschers um die Welt von keinem anderen als Charles Darwin. Besagte Reise hat grob, die war lang, 1823 begonnen oder zumindest stattgefunden in Teilen. Und dieses Buch ist eine der ersten deutschen Übersetzungen, soweit ich das recherchieren konnte, und von 1875, ist also in Deutsch, liest sich hervorragend. Das ist also wirklich, wer davon jetzt noch einen aktuellen Nachdruck, das ist ja kein Problem, das in aktuell zu bekommen, ne? Halt keine so eine alte Ausgabe. Aber wer sich das zulegen möchte, ich finde, es liest sich wirklich wie so ein Abenteuerroman mit den ersten ökologischen, wenn man so möchte, Erkenntnissen überhaupt. Ne? Also Darwin ist ja der Vater der Evolutionstheorie und das ist einfach ein Genuss für mich. Ich weiß, das ist keine Literatur für jedermann, aber es ist auch wirklich gut geschrieben und liest sich trotz seines Alters relativ gut. Mal ein kleiner Auszug, völlig willkürlich. War der Fisch eine kurze Zeit in diesem ausgedehnten Zustand geblieben, so trieb er meist die Luft und das Wasser mit beträchtlicher Kraft durch die Kiemenöffnung und den Mund wieder aus. Er konnte nach Belieben eine gewisse Portion Wasser ausstoßen und es scheint daher wahrscheinlich zu sein, dass, ist teilweise noch von der Rechtschreibung her etwas gewöhnungsbedürftig, dass zum Beispiel mit SZ, also wirklich SZ, nicht scharfes S, sondern S und Z, diese Flüssigkeit zum Teil zu dem Zweck aufgenommen wird, das spezifische Gewicht des Körpers zu regulieren. Dieser Diodon besitzt mehrere Verteidigungsmittel. Er konnte einen heftigen Biss beibringen und konnte aus seinem Munde das Wasser in ziemlicher Entfernung ausspritzen, zu welcher Zeit er dann durch die Bewegung seiner Kiefern ein merkwürdiges Geräusch machte. Durch die Auftreibung seines Körpers werden die Pupillen, mit denen die Haut bedeckt ist, aufgerichtet und spitz. Der merkwürdigste Umstand ist der, dass er von seiner Bauchhaut, wenn man ihn angreift, eine sehr schöne, kaminrote, faserige Substanz absondert, welche Elfenbein und Papier in einer so dauernden Weise färbt, dass die Färbung mit all ihrer Frische bis auf den heutigen Tag erhalten ist. Über die Natur und den Zweck dieser Absonderung bin ich völlig im Dunkeln. Ich habe von Dr. Allen von Forrest gehört, dass er häufig ein Diodon aufgeblasen und lebendig im Magen eines Haifisches schwimmend gefunden habe und dass er bei mehreren Gelegenheiten erfahren habe, dass sich das Tier nicht bloß durch die Magenwand, sondern durch die Leibeswand des Hais durchgefressen habe, welchen er dadurch getötet hatte. Wer würde sich je vorgestellt haben, dass ein kleiner weicher Fisch einen großen und wilden Haifisch hätte zerstören können. Also ich finde, das liest sich unglaublich spannend. Darwin, mein persönlicher Superheld, aber das wollte ich einfach nur mal kurz am Rande anmerken. Vielleicht ja für irgendwen interessant und ich weiß, die meisten werden sich jetzt wieder beschweren, dass ich zu lange um den heißen Brei herumrede. Aber wer Darwin widerlegen möchte, der sollte verdammt früh aufstehen, auch wenn ich die Geschichte mit dem Fisch, der sich von innen durch den Hai frisst. Trotzdem, es ist ein unglaublich spannendes Buch und letztendlich sind die Erkenntnisse, die Darwin schlussendlich aus all seinen Reisen ja gewonnen hat und dann als Evolutionstheorie das eine wesentliche Ding, was er ja halt eben entsprechend überliefert hat, zusammengefasst hat. Na, da brauche ich nichts mehr weiter zu sagen. Und meiner Meinung nach ist eben sein Survival of the Fittest keinesfalls widerlegt. Teilweise wird er heutzutage meiner Meinung nach nur einfach falsch zitiert. Und zwar in der Art und Weise, dass im Deutschen ja gebräuchlich ist, dass man das Ganze mit überlebende Stärkeren übersetzt. Das ist aber wahrscheinlich, soweit das viele Ökologen entsprechend sehen, nicht gemeint gewesen, sondern er hat mit Fittest tatsächlich den am besten angepassten, der am besten fits
ne, Fittes reinpasst, sozusagen. Dass er das damit wahrscheinlich eben entsprechend gemeint hat. Und das ist nach wie vor heute immer noch meiner Meinung nach sehr, 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 sehr aktuell. Da kann man sich durchaus streiten, da muss man sich auch streiten. Und in diesem Video werden wir genau das nämlich tun. So, und das war jetzt 10 Minuten einführendes Blabla. Und damit können wir uns jetzt dann mal dem Wood Wide Web entsprechend näher zuwenden und mal ein bisschen genauer analysieren, worum es sich denn dabei eigentlich handelt. So, der Begriff ist sehr wohl absichtlich ans Internet angelehnt, weil es sich halt eben um sozusagen eine Datenautobahn zwischen den Bäumen handelt, die in jedem einigermaßen naturnahen Wald zu finden ist. Einigermaßen naturnah sollte er schon sein, weil sonst ist dieses Netzwerk unter Umständen ziemlich durchschnitten, was ein großes Argument ist, weshalb man sich über den sonst von mir eigentlich relativ geschätzten Rückegassen im deutschen Wald so ein bisschen seine Gedanken machen könnte. Auf das World Wide Web haben die mit Sicherheit einen gewissen negativen Einfluss. Das habe ich an anderen Stellen aber auch schon eben als Anekdote mal kurz erwähnt, dass eben dieses Netzwerk existiert und Rückegassen potenziell geeignet sind, es halt eben entsprechend streifenförmig zu durchschneiden. Allerdings, da muss man noch eine Weile forschen. Aktuell sind wir jetzt gerade so weit, dass wir auf jeden Fall mit ziemlich großer Sicherheit sagen können, dieses Netzwerk gibt es zumindest schon mal. Und zwar weltweit in wirklich so ziemlich jeder Form von Wald. Denn jeder Form von Baum, egal ob Nadel- oder Laubbaum, die haben alle einen Fußpilz. Das ist ein wirklich häufiges Zitat, was ich häufiger bringe, stammt von meinem unter anderem Chemieprofessor aus dem Studium, aber es ist halt wirklich so ein schöner Merkspruch, den man sich gut einprägen kann. Und da jeder Baum Fußpilz hat und jeder Baum im Regelfall auch irgendwo einen Nachbar rumstehen hat, hat er dann halt auch eine Verbindung zwischen seinen Fußpilzen. Ne? Also der Fußpilz des einen Baums verbindet sich mit dem Fußpilz des anderen Baums. Gerade bei Reihenbeständen haben die Pilze auch oft die gleiche Art, wobei es mehrere in früher Frage kommende sogenannte Fußpilze, beziehungsweise der Fachbegriff sind Mykorrhizapilze. Wobei ich mir mit der Aussprache dieses Begriffs immer noch nicht ganz sicher bin. Ich sage Mykorrhiza, ich habe das auch mal so gelernt. Andere Leute sagen, das ist ein bisschen anders. Darüber müssen wir uns, glaube ich, nicht allzu sehr streiten. Das ist eher was dann wirklich im richtigen Hörsaal stattfinden sollte und nicht bei mir im Keller. Jedenfalls gibt es eben Verbindungen der einzelnen dieser Pilze untereinander, womit die Bäume auch miteinander verbunden sind, weil die Pilze meistens auch wirklich direkt in die Wurzel des Baums reinwachsen und damit quasi ein ununterbrochener Fluss von Stoffen zwischen zwei Bäumen oder auch zwischen ganz vielen oder halt ganzen Waldbeständen durchaus damit möglich ist. So, wie hat man das nachgewiesen? Naja, man ist hingegangen und hat dem Baum eine Plastikfolie über die Krone gezogen. Das kann man sich jetzt vereinfacht natürlich so vorstellen, dass man an einer riesigen Plastikfolie die riesige Krone eines großen Baumes vollständig eingepackt hat und unten das Ding um den Stamm quasi zugezwirbelt hat. So ungefähr wie wenn man sich einen Strauß frisch gekaufte Rosen für die Liebste beim Blumengeschäft entsprechend einpacken lässt. Dann packen die da ja auch so schön Papier oder gegebenenfalls Folie, je nachdem was man haben möchte. Ich bevorzuge Papier. Entsprechend oben drum, damit halt da eben nicht so sehr die Kälte rangeht. Je nachdem, wenn das Winter ist, dann ist es besonders wichtig, damit man die Rosen ja noch einigermaßen frisch dann zur entsprechenden Empfängerin transportieren kann. So, warum macht man das? Naja, weil man dann innerhalb dieser Tüte sozusagen eine künstliche Atmosphäre schaffen kann. Und in Wahrheit werden natürlich ganz viele kleine Tütchen über jeden einzelnen Ast gestülpt, ne? Oder über jedes einzelne Blatt, so in Anführungszeichen. Man muss auch nicht alle Blätter eintüten, es reichen ein paar. Aber das nur am Rande angemerkt, mit der großen Tüte ist einfach anschaulicher. Jedenfalls kann man da rein dann ein bestimmtes Gas füllen. Und in diesem Fall ist das nichts anderes als das, was der Baum sonst auch eben entsprechend aus der Luft sich rausholt, nämlich Kohlenstoffdioxid. Aber der Unterschied besteht jetzt darin, dass man da nicht irgendein Kohlenstoffdioxid nimmt, sondern man nimmt ein radioaktives Kohlenstoffdioxid. Von vielen Elementen bestehen ja, gibt es ja in der Natur Isotope. Sprich, so ein Element hat ja eine bestimmte molare Masse, also eine bestimmte Masse, Massenzahl, ne, die steht im Periodensystem, ist, glaube ich, die untere Zahl. Ich brauche dringend ein Periodensystem zum an die Wand hängen. Und bei Kohlenstoff
Nagelt mich nicht fest, aber ich meine, der hätte 12, die Massezahl 12, meine ich. Ich muss das nochmal nachlesen. Ich werde es gegebenenfalls korrigieren, wenn ich jetzt hier Schwachsinn erzählt habe, aber rausschneiden werde ich es nicht, dass ich das nicht auswendig weiß, dazu stehe ich. Bin halt nun mal kein Chemiker. Jedenfalls gibt es auch C14. So, und C14 ist halt ein Kohlenstoff mit einer Masse von 14. Und das macht ihn zu einem ziemlich schweren Kohlenstoff und meines Wissens macht ihn das auch, wenn es nicht der andere war, es gibt auch noch den 10-13er Kohlenstoff, glaube ich. Ich schreibe euch das, wie gesagt, nochmal unten hin. Macht ihn das radioaktiv. So, das ist jetzt per se erstmal nicht schlimm, weil davon gibt es nur ganz wenig in der normalen Luft. Und das bisschen Radioaktivität, was da so ein Baum halt aufnimmt, indem er halt auch den radioaktiven Kohlenstoff, der genauso ein CO2-Molekül bilden kann wie jeder andere Kohlenstoff auch, das startet überhaupt nicht, wenn er den aufnimmt, in eben halt geringeren Mengen. So. In unsere Tüte, die wir über den Baum gestülpt haben, können wir jetzt aber eine ganze große Menge von unserem radioaktiven C14-Kohlenstoff reinpusten, beziehungsweise C14-CO2 reinpusten. Und das führt jetzt dazu, dass dieser eine Baum, den wir begast haben, wenn wir mit einem Geigerzähler dran rumfahren, plötzlich brr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 
herunterreichen zu haben, ja, da ein Wassertransport auf jeden Fall stattfinden kann. Gut, soweit, so schön. Wozu ist jetzt besagtes Netzwerk gut, beziehungsweise warum gibt es das? Und da sind wir jetzt an dem Punkt auch schon fertig, wo wir von Fakten sprechen können. Es gibt nur so ein paar Dinge, die sind auch noch relativ eindeutig. Ah, da bin ich schon ein bisschen, ein kleines bisschen vorsichtig. Und da möchte ich vielleicht auch noch mal ein wenig unterscheiden, in welchem Wald wir uns befinden und ob das alles weltweit immer so gelten muss. Ja, das bleibt halt eben abzuwarten. Nämlich hat man herausgefunden, dass es wohl wahrscheinlich so ist, dass die meisten Bäume ihren eigenen Nachwuchs, dass sie erstens differenzieren können, was ist mein Nachwuchs, und zweitens diesen dann halt eben insbesondere mit Zuckerlösung aufpäppeln. Man könnte da schon quasi von Säugen sprechen, wenn man das so möchte. Soll heißen, insbesondere bei einer Buche, wenn unter der noch eine kleine andere Buche steht, die logischerweise wenig Licht bekommt, weil oben drüber steht eine große Buche, dann könnte es sein, dass diese kleine Buche eben eingehen würde, wenn sie nicht von ihrer Mutter sozusagen oder ihrem Vater, weil Buchen sind ja zweigeschlechtlich, entsprechend mit Zuckerlösung versorgt werden würde. Das zeigt sich darin ganz schön, und das betont auch der Herr Wohleben bei so ziemlich jeder Gelegenheit, dass man im Buchenwald, und ich habe das auch schon entdeckt, teilweise lebende Wurzeln mitten im Nirgendwo finden kann, die man keinem in der Nähe stehenden Baum so ganz zuordnen kann, die aber trotzdem lebende Wurzeln sind. Das kann auch so weit gehen, dass man schon lange, lange, lange dastehende Baumstümpfe irgendwo im Wald hat, die eigentlich schon längst anfangen sollten zu verrotten, um die sich aber noch mal ein Kreis Blätter gebildet hat, weil dieser Baumstumpf weiterhin eben entsprechend mit Zuckerlösungen versorgt wird und noch weiterhin ein lebendes Stück Baum ist, obwohl da gar kein Stamm mehr entsprechend draufsteht und von diesem Baumstumpf dann halt so einzeln vereinzelt noch Blätter austreten. Allerdings ist es jetzt auch wieder falsch, sobald man sowas im Wald entdeckt, hinzugehen und zu sagen, ah, das muss jetzt über das Wood Wide Web passieren. Nämlich auch möglich wäre sehr wohl, dass der Baum einfach enorme Mengen Zucker gespeichert hatte, als er gefällt wurde. Und jetzt einfach aufgrund seiner Energiereserven, die noch in der Wurzel stecken, deswegen noch die paar Blätter austreiben lassen kann. Wenn man dieses Phänomen allerdings über sehr lange Zeiträume betrachtet, dass die Blätter da immer noch dran sind und der Baum immer noch nicht abgestorben ist und immer noch die Wurzel quasi lebt im Boden, dann irgendwann ist das nicht mehr möglich, das ohne eben diese Zutun des Wood Wide Webs hinzukriegen, weil die paar Blätterchen, die da oben an dem Baumstamm dran kleben, die reichen niemals aus, um die entsprechende Energie zu liefern, die ganze Wurzel, die unten dranhängen muss, eben benötigt. Natürlich ist es durchaus vorstellbar, dass der Großteil dieser Wurzel abgestorben ist und dann nur noch einzelne wenige Feinwurzeln überhaupt noch am Leben sind, weil tote Masse braucht keine Energie. Trotzdem mit den paar Blättern eine nennenswert große Wurzel zu versorgen, funktioniert deswegen nicht, weil jede lebende Zelle immer Energieverbrauch hat. Das gilt auch bei Pflanzen. Soll heißen, je größer die Biomasse einer Pflanze ist, desto höher der Energiebedarf. Sie braucht also umso mehr Blätter, je größer sie wird, ist ja irgendwo logisch, allein schon um ihren Standardenergiebedarf für am Leben sein zu decken. Von Wachstum ist da noch gar nicht die Rede. Da Pflanzen aber immer grundsätzlich wachsen müssen, sobald sie vollständig das Wachstum einstellen, sind sie quasi tot, muss immer ein Überschuss erzeugt werden. Das ist so. Es sei denn, es funktioniert mit der Überschusserzeugung eben kurzfristig mal nicht, und dann könnte es durchaus sein, dass man dann mittels Kommunikation über Hormone, die sich ebenfalls durch das Wood Wide Web, also das Pilznetzwerk, transportieren lassen, den Nachbarbäumen mitteilt, dass man aus irgendwelchen Gründen gerade photosynthesetechnisch so richtig im Eimer ist, um es vorsichtig auszudrücken. Und jetzt gerne deshalb ein bisschen Zucker von den Nachbarn haben wollte, damit man halt eben weiter seine lebenden Zellen versorgen kann, auch wenn Photosynthese leistungstechnisch das gerade eigentlich nicht möglich sein wäre. Dann kann es durchaus sein, dass man dann von den entsprechenden Nachbarbaumen, weil es denen besser geht und die einen Überschuss haben, entsprechend ein bisschen Zucker rübergeschickt bekommt. Das ist jetzt alles schon so ein bisschen Interpretation und Vermenschlichung des Ganzen. Wie das jetzt exakt nach welchem Muster funktioniert, wer, wann, wie, wo, von wem Zucker bekommt, ist noch relativ unerforscht, bis auf eine Sache, dass es wohl Mutterbäume gibt, zumindest in sehr alten Wäldern, die so ziemlich mit jedem anderen Baum vernetzt sind, weil sie wahrscheinlich mit auch das älteste Exemplar weit und breit sind.
teilweise, wenn es denen noch sehr, sehr, sehr gut geht, sind sie also sozusagen dafür zuständig, mehr oder weniger den ganzen Wald ein wenig auszuhelfen, falls mal was wäre, und werden wohl theoretisch auch wahrscheinlich mehr oder weniger vom ganzen Wald gehegt und gepflegt, falls beim Mutterbaum mal was wäre, weil dieser Mutterbaum sozusagen als zentraler Server für das Woodwide Web fungiert und von da aus halt eben mehr oder weniger alles zusammenfließt. Solche zentralen Knotenpunkte sind demzufolge offensichtlich wahrscheinlich, ich muss hier mal ein bisschen Platz schaffen, relativ wichtig. Und damit war es das jetzt aber mehr oder weniger auch schon mit den nüchternen Fakten, mit den nüchternen Forschungsergebnissen. Und alles, was jetzt kommt, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen schon Interpretation. Und das kann man jetzt so oder so interpretieren. Tut mir leid, ich muss hier wirklich ein bisschen Stativ, das steht heute einfach alles ein bisschen kompliziert. Und das ist der springende Punkt. Nämlich, entweder geht man jetzt hin und sagt, ja, das ist es. Aufgrund dieser tollen, die Bäume unterstützen sich gegenseitig, nix da, jeder kämpft gegen jeden, nix da, hier Survival of the Fittest, sondern Harmonie und alle arbeiten zusammen und wem es gerade schlecht geht, wird von den anderen aufgepäppelt und da herrscht ein wunderbares Miteinander und der Mensch könnte davon eben ganz viel lernen. So kann man das natürlich interpretieren, das ist durchaus möglich. Aber muss man nicht so interpretieren. Beweise, dass das jetzt so auszulegen wäre, gibt es jetzt keine mehr. Das Netzwerk existiert. Aber, so, Folgendes. Wenn das jetzt aber alles so ist, warum hat jetzt der Ben was dagegen, dass man das jetzt als große Harmonie und alle leben zusammen und sind glücklich interpretiert? Naja, weil das bisher nachgewiesen ist für sogenannte Klimaxbestände, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Den Klimaxbegriff muss man immer vorsichtig verwenden, der ist inzwischen durchaus zu Recht auch ein wenig umstritten. Zum Beispiel im Fall von Deutschland ein Buchenwald. Was macht ein Buchenwald? Schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, er setzt sich gegen andere Wälder durch. So. Deswegen ist ja auch die natürliche Bestockung überall ein Buchenwald. Wenn du ein anderer Baum bist, der nicht Buche ist, dann sind deine Chancen im Buchenwald bei der absoluten Buchendominanz überhaupt irgendwie zu keimen und aufzukommen gar nicht mal so gut. Es gibt teilweise ein paar kleine Mischbäumchen, die drinstehen unter bestimmten Bedingungen. Die sind aber natürlich nach wie vor sehr selten und Buchenwald hat eben nun mal die Eigenschaft, alles andere zu verdrängen, was da potenziell sonst noch wachsen könnte. Und potenziell könnte da so ziemlich alles wachsen, denn Buchen stehen nämlich insbesondere dann besonders gut da, wenn sie auf Optimalbedingungen wachsen. Jede Pflanze kann auf Optimalbedingungen, also schön viel Wasser, schön viel Licht, schöner guter Boden, schön leckere Sachen drin und so weiter und so fort, da kann jede Pflanze gut wachsen. Jede. Ausnahmslos. Nur sind halt viele Pflanzen nicht unbedingt konkurrenzfähig, wenn sie unter solchen Optimalbedingungen wachsen wollen, weil es halt speziell angepasste Pflanzen gibt, die alles andere niederknüppeln, was auch auf den Optimalbedingungen wachsen möchte. Und da ganz vorneweg geht halt eben entsprechend die liebe harmonische Buche, die sich so rücksichtsvoll und rührend um ihren eigenen Nachwuchs sorgt. Und damit, dass sie das eben tut, will man jetzt widerlegen, dass die Buche alles andere niederprügelt, was da sonst noch so aufwachsen könnte. Darwin ist keinesfalls widerlegt, wenn wir das mal so betrachten, dass eine Anpassung der Buche, ihren eigenen Nachwuchs, ihre nachkommenden Buchen zu fördern und selber den Buchenwald um jeden Preis zu erhalten, das ist sehr wohl eine Anpassung im Sinne von Darwins Survival of the Fittest, weil damit verhindert sie, dass was anderes wachsen kann als Buchenbestand. Der Buchenbestand wird um jeden Preis erhalten. Und es ist ganz normal in der Tierpflanzenwelt und auch bei den Pilzen, dass einzelne Individuen sich dem Arterhalt vollkommen unterordnen. Sprich, um die Art zu erhalten, würde manch ein Baum eventuell so viel Zucker abgeben, dass er als Individuum davon keineswegs profitiert.
Und das ist jetzt keinesfalls eine unglaublich neue Erkenntnis, die da plötzlich ein riesiges Oh in der Wissenschaft hervorruft, sondern das machen ja auch Tiere, die unter Muttertiere bei Säugetieren, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens unbedingt versuchen, ihre Jungtiere zu verteidigen und da wirklich unter was riskieren, um halt eben ja dafür zu sorgen, dass ja ihr Nachwuchs durchkommt. Und wer selber Kinder hat, weiß, dass das beim Säugetier Homo sapiens unter Umständen auch nicht so furchtbar anders ablaufen soll. Warum ist es also so abwegig, dass Pflanzen das auch machen? Dass das jetzt bewiesen ist, ist natürlich super faszinierend. Das heißt aber jetzt nicht, dass da alles in unglaublicher Harmonie, was weiß ich was, zusammenlebt. So eine Buchenwaldgesellschaft, die sich gegenseitig beim Wachsen unterstützt, ist im Prinzip ökologisch gesehen auch nicht viel anders als ein Erdmännchenbau. Die unterstützen sich ja auch gegenseitig, vielleicht streiten die sich auch mal ein wenig und so weiter und so fort, aber da ist durchaus eine gewisse Unterstützung gegeben. So, und was es jetzt auch nicht heißt, dass es diese Unterstützung über das Wurzelnetzwerk, das Pilznetzwerk entsprechend gibt, heißt auch nicht, dass wir Förster immer nur Schwachsinn gelabert haben, wenn wir sagen, dass man die Bäume hier und da mal einen wegnehmen muss und der da neben dem anderen steht, ein Konkurrenz um das Licht für den darstellt. Das ist ja trotzdem so, dass sie sich auch unterstützen, bevor die anderen sterben. Das ist das eine. Dass sie ja dann aber gleichzeitig den anderen auch noch ermöglichen würden, über sie selber drüber zu wachsen. Das passiert nämlich nicht. Es sind wirklich zwei Paar Schuhe, ob du jemandem, der kurz vorm Abnippeln ist, hilfst, damit er nicht abnippelt und der Wald als solcher erhalten bleibt, sprich der richtige Lebensraum für deine Nachkommen. Buche wächst im Buchenwald und nicht im Wald, sage ich jetzt mal vorsichtig, idealerweise wirklich immer nur im Buchenwald. Dann ist es durchaus sinnvoll, dass du den Nachbarbaum, der dir jetzt erstmal keine direkte Konkurrenz, dein eigenes individuelles Leben jetzt nicht direkt bedroht, weil er deutlich tiefer unten steht als du und dir gar kein Licht wegnehmen kann, weil er so ein kümmerlicher Nachbarbaum ist. Wenn du den dann am Leben erhältst, für den Fall, dass du selber umfällst als Altbaum, weil, warum auch immer, weil Sturm oder weil jemand sägt dich um oder sonst wie, ne? Und der dann quasi, nachdem du schon weg bist, dann weiterhin existiert, damit er das Buchenwald-Ökosystem übernehmen kann, also den Wald erhält, das ist eine Anpassung, die einfach dem Arterhalt dient. Deswegen wird sich aber die Altbuche trotzdem nicht von der jungen Buche nebendran überwachsen lassen und sich selber in ihrem Leben gefährden, sondern das Ding kriegt bloß die Überschüsse sozusagen. Das, was noch entbehrlich ist und wird nur so weit gefördert, das ist meine Theorie, ne? Das ist jetzt auch gar nicht so genau untersucht, aber ich persönlich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtig liege. Das ist aber auch jetzt kein großes Wunder. Jedenfalls muss das überhaupt nicht heißen, dass unsere bisherige Vorgehensweise, der Baum bedrängt den, das heißt, der da ist aber wertvoller, dann nehmen wir den weg, dass das in irgendeiner Weise falsch gewesen ist. Ne? Das heißt das überhaupt nicht. Das ist nach wie vor so. Die Entdeckung dieses Netzwerks hat jetzt auf die deutsche aktuelle auf aktuellen Forschungsergebnissen basierende Forstwirtschaft erstmal überhaupt keine Auswirkung. Man könnte höchstens sagen, okay, dieses Netzwerk ist offensichtlich wichtig, wir sollten das so wenig wie möglich kaputt machen, weil wer weiß noch, wofür es gut ist. Aber nach aktuellem Kenntnisstand bringt das überhaupt keine notwendige Änderung in der Forstwirtschaft mit sich. Erstmal, ne? Vorausgesetzt außerdem, wir haben ja nur einen vernünftigen Buchenwald. Interessant ist, es gibt auch dieser Drang zum Erhalten des Waldes, der geht sogar über die Speziesgrenze hinaus. Also es kann schon sein, dass zum Beispiel eine Buche, eine Fichte oder umgekehrt, eine Fichte, eine Buche mit Zuckerlösung versorgen könnte, soweit man das bisher aktuell so abschätzen kann, da muss man auch wieder vorsichtig sein mit solchen Aussagen, wenn dadurch eben sichergestellt wird oder nach Meinung der Bäume sichergestellt wird, dass hier zumindest ein Wald erhalten bleibt. Es dauert nämlich verdammt lange, und das scheinen die Bäume zu wissen, nachdem ein kompletter Bestand zusammengebrochen ist, bis sich da wieder ein Wald etablieren kann. Aus einem zusammengebrochenen Bestand kann nämlich natürlich unter Umständen, nicht immer, aber unter Umständen sehr wohl auch erstmal ein Dickicht aus Brombeere, verschiedenen Gräsern und so weiter und so fort entstehen und daraus dann wieder ein Wald wachsen, das kann eine Weile dauern. Na, letztendlich wird es so sein. Aber je nach Ökosystem, je nachdem, wo man sich befindet,
geht das halt einfach ein Weilchen und scheinbar will der Wald das vermeiden, möchte also den Arterhalt eben vorantreiben und das ist halt eigentlich 100% durchaus nach Darwin. Worauf ich also hinaus möchte, ist einfach diese Harmonie, die man jetzt da hat, diese nie gekannte Harmonie, die jetzt plötzlich in der Natur auf einmal vorhanden sein soll, diese Liebe, diese Zärtlichkeit unter Pflanzen untereinander, selbst über die Artgrenze hinweg, erfüllt letztendlich trotzdem immer noch, wie das schon seit Ewigkeiten gewesen ist, einfach den Zweck, das Ökosystem, in dem die eigenen Nachkommen am besten aufwachsen können, zu erhalten. Ne? Also man kümmert sich schließlich immer noch nur um sich selbst. In letzter Instanz. Alle profitieren davon, wenn alle Bäume erhalten bleiben. Anders wäre das jetzt, wenn man nachgewiesen hätte, dass Bäume auch andere Nicht-Baumpflanzen mit Zuckerlösung versorgen, so völlig selbstlos und aufopferungsvoll. Ach, alles Leben wird von mir unterstützt, ich habe alle lieb. Und genau das findet nämlich nicht statt. Es gibt keine Verbindung zwischen dem Pilznetzwerk der Bäume, also Pilz-Bäume-Netzwerk, mit zum Beispiel wirklicher Konkurrenz für Waldbäume, also sprich die krautigen Pflanzen, die junge Buchen zum Beispiel überwuchern könnten, weil sie im jungen Stadium erstmal schneller wachsen, dann Schatten draufschmeißen und die junge Buche würden nicht hochkommen. Keineswegs. Man hat stattdessen bei völlig anderen Untersuchungen, die überhaupt nichts mit diesem Netzwerk sehr wohl zu tun haben, festgestellt, dass die Buche sehr wohl versucht, mit ihren Wurzeln zum Beispiel andere Baumarten zu benachteiligen und zu überwachsen. Buche wirkt relativ, übt einen hohen Wurzelkonkurrenzdruck auf andere Waldbaumarten zum Beispiel aus oder auch grundsätzlich auf andere Pflanzenarten. Sämtliche typischen Buchenwaldarten, die am Boden wachsen, die Frühjahrsblüher, viele andere Arten gibt es gar nicht pflanzentechnisch im Buchenwald, außer diejenigen, die im Frühjahr halt dann eben halt kurz blühen, bevor die Buche Laub bekommen hat, die sind alle überhaupt nicht mit diesem Netzwerk vernetzt. Die kriegen ja überhaupt nichts Positives, weil das ist potenziell möglicherweise eben Konkurrenz für die jungen Büchlein, die unten am Boden jetzt auch im Frühjahr vielleicht keimen sollen. Ne? Warum gibt es diese Frühjahrsblühe überhaupt? Na, weil die einfach Wurzeln haben, die so wenig tief reichen, dass sie mit den Buchenwurzeln, die immerhin eine gewisse Mindesttiefe haben, kaum in Konkurrenz stehen. Man hat zum Beispiel aber auch noch herausgefunden, das ist auch wieder was, was gerne verwendet wird, dass die Bäume aufeinander Rücksicht nehmen, dass die nicht gegenseitig in den Wurzelraum des anderen einwachsen. Ne? Also sprich, wenn du jetzt eine Buche bist und du stehst im Wald und du wächst wurzeltechnisch in alle Richtungen, breitest du dich aus und plötzlich kommt hier jetzt der Wurzelraum von der Buche, die da drüben steht. Und dann treffen sich sozusagen die Wurzeln und hören plötzlich auf. Die wachsen also nicht in den Wurzelraum des anderen ein. Jetzt kann man das so interpretieren und sagen, ja klar, die wollen sich ja auch gegenseitig nicht behindern. Die wollen sich ja unterstützen. Man kann aber auch sagen, das wäre ja auch idiotisch, weil du da viel weniger effizient Ressourcen aufnehmen kannst. Eine Wurzel ist immer lebende Biomasse. Die muss versorgt werden. Da ist einfach Kosten-Nutzen-Faktor was man da zugrunde stellen kann. Baust du eine Wurzel irgendwo hin, wo es total ineffizient ist, weil da schon ein Haufen andere Wurzeln sind, dann kann es unter Umständen sein, dass deine Wurzel weniger Wasser und zum Beispiel Nährelemente aufnehmen kann, als sie quasi kostet, weil sie ja ständig Zucker verbraucht, dadurch, dass sie Wasser und Nährelemente und so weiter und so fort aufnimmt. Das wäre also super ineffizient, in den Wurzelraum einer anderen Buche einzuwachsen. Was sehr wohl passiert, und da haben wir wieder eben die Dominanz des Buchenwaldes, dass eine Buche in den Wurzelraum einer Fichte einwächst, beziehungsweise drunter wächst, weil die Fichte ja mit ihren Wurzeln immer relativ weit oben ist. Das kann man schon oft nachgewiesen, dass dann entsprechend bei Buche, die neben Fichte steht, dann die Wurzeln unter der Fichte sozusagen Buchenwurzeln zu finden sind. Weil die Fichte geht nicht so weit runter, die Buche schon, ja klar, den Boden nehmen wir mit, so nach dem Motto. Trotzdem kann mit der gleichen Fichte es sein, wenn die Buche merkt, oh, ich habe irgendeine schlimme Krankheit und so weiter und so fort, mit mir geht's zu Ende, dann unterstütze ich lieber nochmal die Fichte so als letzte Handlung. Es ist generell ganz, ganz oft so, das kann man an vielen, vielen schönen Beispielen, ich habe das auch schon sehr oft gesehen und so interpretiert, ob ich da recht habe, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber für mich ist das definitiv so, kann man sehen, sobald ein Baum merkt, dass es ihm schlecht geht. Beispiel, er fällt um.
kann man ganz oft erkennen, wenn zum Beispiel noch ein bisschen Wurzel im Boden hängt, dass er die letzte verbliebene Kraft noch nutzt, um nochmal einen Haufen, im Fall der Buche, Bucheckern zu produzieren. Noch so mal ein letzter Versuch, okay, mir geht's eh zu Ende, dann jetzt nochmal Reproduktion, aber aufs Äußerste sozusagen. Vielleicht, je nachdem, wie sehr man das vermenschlichen möchte, durchaus ein schöner Tod. jedenfalls. Das ist ein Phänomen, das man ganz, ganz oft feststellen kann. Ebenfalls vorstellbar wäre halt ein, okay, ich befinde mich hier in einer Situation, wo jetzt Reproduktion gar nicht so viel Sinn macht, weil hier ist noch viel zu viel Schatten und so weiter und so fort. Dann, ja, geben wir es halt der Fichte, damit jetzt durch mein Umfallen hier jetzt kein großes, großes Loch im Wald entsteht, wodurch zum Beispiel Spätfrost durchaus zu erwarten wäre oder ein Frostloch, wo viel Frost auf den Boden kommt. Denn ist man eine Buche, ist man gegen Frost überaus empfindlich, dann ist es durchaus für die jungen Buchen, die da jetzt nachkommen sollen, die eventuell auch schon dastehen, die mit Sicherheit auch einen Teil der Zuckerlösung, die dieser sterbende Baum jetzt nochmal zu verteilen hat, abbekommen werden. Da ist es aber trotzdem durchaus realistisch, dass der Baum der Ficht da auch noch was abgibt, damit einfach wenigstens das Waldklima erhalten bleibt. Im Freiland kann eine Buche als reiner geschlossener Waldbestandbaum kaum keimen. Da gibt es wenig Möglichkeiten. So, und dann nochmal ein wichtiger Aspekt. Es ist ja jetzt auch nicht so, jetzt wo man dieses Waldnetzwerk gefunden hat, dass das unbedingt notwendig wäre, damit sich Wald ausbreiten kann. Das wird nämlich teilweise auch, wenn man da mal in den Medien so ein bisschen rumliest und rumschaut, propagiert, dass dieser Baum, wenn der nicht mit dem Wood Wide Web verbunden wäre, dann hätte der keine Chance zu wachsen. Doch selbstverständlich hätte er eine entsprechende Chance. Die mag dann geringer ausfallen, aber die ist sehr wohl vorhanden. Außerdem muss man ja mal gucken, wir reden hier die ganze Zeit jetzt bloß von Klimaxwäldern, also sprich Wälder, die schon vorhanden sind, die ihr weiteres Bestehen und ihren Zusammenbruch verhindern wollen. Und da ist halt mit diesem Netzwerk arbeiten. Ganz anders sieht die Situation aus bei sich neuen bildenden Pionierwäldern. Da keimen nämlich die jungen Bäume unter Umständen irgendwo, wo es noch überhaupt kein Pilznetzwerk gibt. Oder es gibt zumindest mal ein Pilznetzwerk, das gerade überhaupt keine Bäume dran hat, die angeschlossen sind, weil die sind gerade vor kurzem umgefallen. Die Wiederbewaldung von Sturmwürfen beispielsweise wäre so ein Fall, die traditionell eben nicht mit einer Klimaxbaumart wie Buche oder andere Klimaxbäume, bei denen man dieses Wurzelnetzwerk so wunderbar beobachten kann, eben nicht mit sowas erfolgt, sondern zum Beispiel mit Birke, ne? Oder Kiefer oder sonst was in der Richtung. Da wird sich dann auch irgendwann dieses Netzwerk ausbilden. Allerdings kann man sich ziemlich sicher sein, dass die dann bestimmt nicht mit ihrem Netzwerk, das müsste man jetzt halt noch untersuchen, das wird also auf jeden Fall spannend, auf die Idee kommen werden, eine Buche, die dann zum Beispiel eine Birke früher oder später verdrängt, zu unterstützen. Falls man das jetzt zum Beispiel mal nachweist, dass beispielsweise eine Birke eine Buche unterstützt mit Zuckerlösung, dann darf man mich als widerlegt betrachten, das, was ich hier jetzt so erzähle. Ne? Beziehungsweise, dann müsste man immer noch mal gucken, ist das jetzt ein Einzelfall, ist das immer so, hat das jetzt einen bestimmten Grund, warum macht das jetzt an dieser Stelle unter Umständen Sinn? Fazit sozusagen, wir sind noch gar nicht so weit, dass wir jetzt halt wirklich schon ewig viel dran ruminterpretieren können, was diese Existenz dieses Wood Wide Webs genau jetzt exakt für Auswirkungen hat und wie man das wirtschaftlich anwenden kann. Gehen wir mal zur Susan, den Nachnamen Simmert, irgendwie so, meine ich jetzt wirklich nicht böse, dass ich die Frau nicht aussprechen kann, ich habe es mir leider nicht korrekt gemerkt, ich schreibe sie auf jeden Fall unten hin, die hat in diesem Bereich wirklich viel geforscht und jetzt rennt sie mehr oder weniger durch die Gegend, überspitzt ausgedrückt, und jedenfalls zieht sie jetzt durch die Lande und macht halt eben entsprechend Werbung für eine andere Form der Forstwirtschaft, weil sie durch dieses Wood Wide Web und das Vorhandensein der Mutterbäume jetzt nachweisen kann, dass es eine blöde Idee wäre, Clear-Cutting zu machen, also Kahlschläge, und damit quasi das komplette vorhandene Netzwerk, was ja das Wachstum der Einzelbäume durchaus unterstützt und das Waldwachstum insgesamt unterstützt, dann halt beeinträchtigen würde, ne? Wenn man dann Clear-Cut macht und den Mutterbaum mit abschneidet. Und deshalb rennt sie jetzt durch die Gegend und sagt, man soll die Mutterbäume nicht abschneiden. Das ist jetzt eine Erkenntnis, die ist absolut richtig. Das ist allerdings wichtig, dass man jetzt hier unterscheidet. Wo rennt sie denn damit durch die Gegend?
Ja, im amerikanischen Raum, was machen sie da? Ja, eben, Clearcutting. Was macht Deutschland nicht? Clearcutting, normalerweise im Regelfall nicht. Beziehungsweise bei uns ist es schon lange Stand der Forschung, dass Kahlschläge eben blöd sind. Das Vorhandensein dieses Netzwerks bestätigt jetzt nochmal, dass klare Kahlschläge blöd sind. Es bestätigt aber nicht, dass wir das nicht schon längst gewusst hätten, bevor man eben dieses Netzwerk entdeckt hat. Ne? Deshalb, es mag für den amerikanischen Raum jetzt irgendwie ein bisschen super sensationell rüberkommen und eine große Überraschung sein, dass es plötzlich auch bei denen sinnvoll wäre, nicht dauernd Kahlschläge zu machen. Andererseits, wir haben das denen schon seit 100 Jahren versucht zu erklären, so in Anführungszeichen. Und 100 Jahre, einzelne sicher, ne? So einzelne Pioniere der einzelstammweise Nutzung. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da so einen Austausch gegeben hat, aber bisher wollte man halt nicht auf uns hören. Und das führt nochmal dazu, dass das halt jetzt so in den Himmel gelobt und gehypt wird, mehr oder weniger, dieses World Wide Web, weil es jetzt aus irgendwelchen Gründen ein Argument ist, was so vielen Leuten gefällt, weil es in ihr Bild von der Harmonie, der Natur und des Zusammenhängens von allem irgendwie reinpasst. Man kann da also auch durchaus von sozialer Erwünschtheit sprechen, dass das jetzt so viele Leute einfach mitbekommen haben, dass auch eben in Amiland jetzt eine deutliche Stärkung der Anti-Kahlschlag-Bewegung entsprechend festzustellen ist. Wenn ich in diesem Fall Amiland sage, dann meine ich vollständig komplett Amerika, Nord wie Süd, inklusive Kanada, Alaska oder halt eben auch sämtliche Länder Südamerikas, weil überall da sind Kahlschläge noch vollkommen normal und leider größtenteils auch immer noch als die einzig wahre Form der Waldbewirtschaftung angesehen. Aber selbstverständlich gibt es natürlich auch da entsprechende Wissenschaftler, die das halt eben nicht so sehen. Und dazu gehört halt eben auch die Frau, ich schreibe den Namen nochmal unten hin, die das halt dann eben entsprechend propagiert. Macht die jetzt super seriöse wissenschaftliche Arbeit, indem sie so ein bisschen auf die Gefühls- und auf die Emotionsdrüse drückt mit dem, was sie so über die Bäumchen erzählt und wie das alles so schön zusammenhängt und was das für ein toller, natürlicher Kreislaufsystem und so weiter und so fort ist. Sicher, sicher, ne? Also besonders hochwissenschaftlich ist das nicht. Was sie damit allerdings, das Ziel, das sie damit verfolgt, das kann ich absolut unterstützen und finde ich durchaus lobenswert. Und das ist wirklich einfach nochmal so ein Phänomen, was man mit dieser Diskussion um das World Wide Web wunderbar feststellen kann. Es wird jetzt instrumentalisiert. Viele Leute finden das interessant, vielen Leuten passt das in ihr Waldbild. Das heißt, das kann man jetzt nutzen, um eben ein bestimmtes politisches Anliegen wunderbar entsprechend durchzudrücken. Ne? Jetzt haben wir als Forstwissenschaftler endlich mal was es in die normalen Medien, inklusive ins Magazin Nature, geschafft hat. Und jetzt müssen wir diese Cash-Cow sozusagen natürlich auch entsprechend melken. Da bin ich ja auch durchaus selber der Meinung, dass das Sinn macht. Ich will nur nicht mitspielen. Das war so mein Hauptproblem, weshalb eben dieses Video so lange auf sich hat warten lassen. Dass mal forstwissenschaftliche Themen, nämlich in zum Beispiel Nature, also dem naturwissenschaftlichen Magazin drinstehen, das ist einfach so wahnsinnig selten. Wenn es mal der Fall ist, dann freuen wir uns halt einfach sehr, dass wir da auch mal vertreten sind. Irgendwelche Bioprothesen, Bionik, revolutionäre Durchbrüche in der Landwirtschaft findest du dann auch mal hin und wieder. Aber Wald, kaum, ne? Humanmedizin und so ein Kram, Biotechnologie, viel Physikalisches, dass sie mal wieder irgend so ein noch winzigeres Teilchen als winzig entdeckt haben, das an 5 Orten gleichzeitig sein kann und man nie weiß, ob es tot ist oder lebendig, weil es in der Kiste drin steckt. Das ist ja alles auch wahnsinnig faszinierend, gar kein Thema, aber für uns, die wir im Wald rumschleichen, ist es halt einfach unglaublich befriedigend, endlich auch mal wieder in der Nature drin zu sein, auch wenn wir keine kosmisch kleinen Teilchen, die tot oder lebendig sind und an 5 Orten gleichzeitig eben aufweisen können. So, das also so meine Überlegungen und Ausführungen zum wahnsinnig overhypten World Wide Web. Was sagt das jetzt erstmal auf? Was sind die Konsequenzen für die deutsche Forstwirtschaft? Abwarten! Das sagt das jetzt erstmal aus. Und jetzt muss ich doch noch einen kleinen Seitenhieb auf den Herrn Wohlleben loswerden. Selbstverständlich, wenn er jetzt
in seinem Forstbetrieb lauter Buchenwälder rumstehen hat und die auch behalten möchte. Wenn er dann jetzt hingeht und sagt, wie toll das doch mit den reinen Buchenwäldern dann für eine super tolle harmonische Beziehung und Friede, Freude, Eierkuchen im Wald und so weiter und so fort, dann kann ich das schon nachvollziehen, ne? Ob das jetzt die einzig richtige Interpretation des Ganzen ist, beziehungsweise was dran ändert, dass man für erfolgreiche Forstwirtschaft in vielen Bedingungen halt sehr wohl auch nach wie vor Nadelwälder braucht, ja, ne, das wollen wir so stehen lassen. Und ich habe hoffentlich auch dargelegt, dass keineswegs am guten Darwin in irgendeiner Form zu zweifeln ist, nur weil es eben dieses Netzwerk jetzt gibt. Ne? Deswegen ist trotzdem noch Konkurrenz, genau wie vorher, ein wesentlicher, das Waldbild prägender Faktor. Das ist einfach derartig gut untersucht und derart oft bestätigt, dass man das nicht durch so ein Netzwerk, das jetzt auch noch zusätzlich vorhanden ist, widerlegen kann. Ne? Es ist ja nicht so, das Netzwerk heißt, die unterstützen sich alle. Ja, dann ist alles andere, was wir bisher gesagt haben, ist jetzt einfach falsch, sondern die unterstützen sich einfach nur alle. Und die Konkurrenz, egal wie sehr man die nachweisen kann, die existiert nicht mehr, weil die unterstützen sich alle. Ne? Das magst du vielleicht denken als Laie, der nicht tief in der Materie drinsteckt, aber so einfach funktioniert Wissenschaft nicht. Ne? Wissenschaft ist durchaus komplex. Das hat schon seine Gründe, weshalb man sich da lange mit dem entsprechenden Fachgebiet auseinandersetzen muss. Und es ist vollkommen wurscht, welche Wissenschaft. Und ne, das ist wie, wenn ich hingehe und es nicht hinkriege, meinen Abfluss zu reparieren, weil ich mich nicht lange genug damit auseinandergesetzt habe, wie man einen Abfluss repariert. Und deshalb kann auch jemand, der sich nur mal ganz oberflächlich ein bisschen mit dem Wald beschäftigt hat, nicht immer in voller Tiefe verstehen, was jetzt irgendwelche neuen Forschungsergebnisse möglicherweise bedeuten könnten, und ist dann auf die Interpretation anderer Leute angewiesen. Darf sich allerdings aussuchen, ob er dann lieber Fraktion Wohlleben glauben mag oder lieber mir, der ich einfach mal zur Vorsicht warne. Was allerdings auch wieder nicht bedeuten soll, das ist nochmal ganz wichtig, dass das nicht ein wahnsinnig faszinierendes Thema ist und man es nicht unglaublich spannend finden kann, dass es diese Pilznetzwerke gibt und dass alle Bäume potenziell miteinander vernetzt sind. Das ist ja alles gar kein Thema. Nur eben die Interpretation, das wird noch viele Jahre dauern, bis wir uns da alle auf irgendeinen Nenner geeinigt haben, was das eigentlich überhaupt bedeutet, diese Erkenntnis. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht betüxen.